Hallo und herzlich willkommen im Wald. Alle Jahre wieder muss der Ben ein bisschen Werbung machen und das ist jetzt heute der Fall. Habe ich schon mal aufgenommen, deswegen kommt es jetzt ein bisschen spät im Jahr, weil ich es jetzt gerne nochmal aufnehmen möchte. Das war ein Tag mit sehr schlechter Nasensituation. Kurz zur Erklärung, ich habe wohl einen chronischen Schnupfen inzwischen, allergiebedingt. Was genau von den diversen Sachen, gegen die ich jetzt neuerdings allergisch bin, das wusste ich bisher nicht, aber bin ich wohl schon länger, da jetzt für verantwortlich ist, weiß ich nicht. Wir haben eine Woche Urlaub gemacht mit guter Luft, daher geht es mir jetzt schnupfentechnisch wieder besser. Ist allerdings vermutlich so, dass ich dann irgendwann wieder genügend allergieauslösendes Zeug eingeatmet habe, dass schnupfentechnisch wieder ein bisschen schlechter ist. Dazu kommt noch eine Fehlstellung von der Nasenscheidewand, die das Ganze noch verschlimmert. Das ist auch in den letzten Jahren schlimmer geworden. Die Nase wächst ja immer weiter, genau wie die Ohren. Irgendwann hat man ja eine riesen Nase und riesen Ohren, wenn man sehr alt geworden ist. Ist natürlich völlig übertrieben, aber daher kann das also auch mal passieren, wenn man sich so ungefähr in der Mitte seines Lebens befindet, prognostizierten Lebens, da irgendwelche Dinge anders sind, als sie das früher mal waren. Ja, also das nur kurz zur Erklärung, auch für die Leute, die dann nochmal wegen meinem Gesundheitszustand nachgefragt haben. Gerade eine gute Phase, ich habe keine Ahnung, wie lange das anhält und langfristig muss man halt irgendwas unternehmen. Ne? So. Zurück zum Thema, das wie gesagt alljährliche Werbevideo zu meinen Führungen. Da möchte ich erstmal kurz anfangen mit dem Erklären, was für Führungen habe ich denn eigentlich. Ich habe zum einen die Gruppenführung, das machen wir gleich. Dann habe ich die Gruppenführung individuell, das heißt, ihr habt eine Gruppe und habt irgendwo einen Wald, wo ihr eine Führung drin haben wollt. Wenn das Ganze einigermaßen für mich zu erreichen ist, also plus minus Südwestdeutschland bis ja, Nordrhein-Westfalen rauf, so irgendwo den Bereich, von mir aus noch ein Stück nach Hessen, tiefstes Hessen. Irgendwann muss ich halt so weit fahren, dass es für mich nicht lukrativ ist, eine bezahlbare Führung für euch anbieten zu können. Wenn ich den ganzen Tag unterwegs bin, müsste ich das im Grunde ja auch irgendwo drauf berechnen, einfach den Zeitverlust, den ich mit der Anreise habe. Und dann wird das so teuer, dass das uns beiden keinen Spaß macht. Da können wir mal überlegen, ob wir mal irgendwann in Zukunft einfach bestimmte Wochen im Jahr machen, wo ich sage, ich bin in Brandenburg und dann kann man auch in Brandenburg individuelle Führungen machen, sei es Gruppe, sei es Einzelführung, aber da bin ich noch am Planen. Das hat irgendwie dieses Jahr noch nicht so richtig hingehauen, wollte ich eigentlich dieses Jahr schon mal ausprobieren, aber ja, diverse Dinge, ja, auch vor allem die Geschichte mit der Nase, dass ich da eine Zeit lang wirklich nicht sehr arbeitsfähig war und nur noch aus einem, ja, ich konnte quasi nur aus einem Nasenloch hin und wieder mal eine halbe Nase voll Luft bekommen und es ist auf die Dauer außerordentlich nervig, wenn du gerne durch die Nase atmen möchtest und das auch gewöhnt bist und es einfach nicht kannst, weil da wirklich alles dicht ist. Ja. Und weitere Ausführungen erspare ich euch. Das ist alles kein schönes Thema. Ne? So, jedenfalls daher das momentan nur so, wie es jetzt momentan ist. Das gleiche gilt für die Individual-Einzelführungen, heißt Einzelpersonen, zwei Personen, drei Personen. Vier im Ausnahmefall, wenn es zum Beispiel eine Familie ist, aber normalerweise ein bis zwei Personen, gute Freunde, Pärchen, sowas in der Richtung. Das soll dann wirklich klein bleiben, damit das eigentlich auch eine persönliche Erfahrung sein kann. Und auch das geht prinzipiell in jedem x-beliebigen Wald. Ihr dürft aber auch gerne hier in der Region vorbeischauen. Ich habe hier diverse Routen zur Auswahl, die ich schon gut kenne, wo man dann eventuell da was machen könnte. Und ja, ne? Also das ist auch eine Möglichkeit. Ja, und prinzipiell geht das auch mit Übernachtung, wer das haben möchte. Das ist dann auch immer noch ein bisschen aufwendig, einfach wegen Planung und so weiter und so fort. Aber prinzipiell geht das weiterhin. Ich hatte mal gesagt, ich will das nicht mehr machen. Da habe ich nochmal zurückrudern müssen, nachdem da viele Kommentare in die Richtung gekommen sind, von wegen, ach, das ist aber schade. Dann machen wir das halt eben auch noch ein wenig weiter. Aber ja, ich muss mal gucken. Ist, wie gesagt, bei den Individualgeschichten eine hochindividuelle Angelegenheit. Wenn ihr da Interesse habt, schreibt da einfach eine Mail und dann gucken wir, dass wir das irgendwie hinbekommen. Leider ist zurzeit, weil Frau auch eben gesundheitlich nicht so gut dran war die letzte Zeit, ein gewisser Stau bei den Mails entstanden. Das tut uns beiden sehr leid. Einerseits eben wegen meinem Zustand, dass ich nicht wirklich eine Meinung zu hatte, wenn es darum ging, was zu planen. Und eben wegen ihrem Zustand, dass da auch einfach, ja, es hat sich ein gewisser Rückstau aufgearbeitet. Jetzt, wo es Frühling wird, geht es uns beiden offenbar besser gesundheitlich und dann kriegen wir das jetzt auch schnell wieder hin, dass wir da einigermaßen flott den Krempel abgearbeitet bekommen. So,
Das also zum Allgemeinen, beziehungsweise zu generell, was für Führungen gibt es denn? Hauptast meiner Führungstätigkeit sind aber die Gruppenführungen an ausgewählten, beziehungsweise über ausgewählte Routen an ausgewählten Orten. Häufige Frage dazu, warum ausgerechnet da? Grundsätzlich, das ist meistens in Bundesländern, die einem da wenig Steine in den Weg schmeißen bei der Planung der Veranstaltung. Das ist ja eine öffentliche Veranstaltung im Wald. Und die sind meistens nicht zulässig, wenn man sie sich nicht genehmigen lässt. Es gibt ein paar Bundesländer, in denen es da Ausnahmen gibt, aber meistens ist es so, dass man eine Genehmigung braucht und je nach Bundesland ist das mal mehr, mal weniger kompliziert. Teilweise braucht man noch die Erlaubnis sämtlicher Waldbesitzer. Wie finde ich interessante Orte, wo man Führung machen kann? Naja, erstmal Karte, Satellitenbild, wo ist viel Wald? Zweitens Karte der Schutzgebiete Deutschlands, Naturschutz-Schutzgebiete. Weil die scheiden meistens aus, außer man läuft am Rand vorbei, aber mittendurch wird schwierig, auch wieder genehmigungstechnisch. Und dann ergibt sich quasi für mich die Karte, die ich auch nutzen würde, wenn ich eine Wanderung im Wald machen wollen würde und da drin übernachten. Weil wo man das darf, dann darf man theoretisch mit Genehmigung, je nach Bundesland, eben auch eine Führung machen. Und dann gibt es da schöne Ecken und dann fahre ich da hin und gucke mir das mal an. Ich gucke mir auf der Karte natürlich auch noch genauer an, ob es noch irgendwelche Besonderheiten in der Karte gibt, die interessant klingen. Gibt es da einen See? Gibt es da, keine Ahnung, eine Burgruine? Sowas in die Richtung. Ne? Einfach noch irgendwelche kleinen zusätzlichen Highlights. Und wie gesagt, dann fahre ich dahin, gucke mir das an. Wenn das was ist, super. Wenn das nichts ist, dann bin ich halt umsonst dahin gefahren, habe es mir umsonst angeguckt. Und bei der Tätigkeit haben sich jetzt inzwischen 4 Touren herauskristallisiert. Es gibt bestimmt noch Raum für mehr in Deutschland, mit Sicherheit. Aber das ist es jetzt erstmal. So, und die möchte ich euch jetzt jeweils individuell ein kleines bisschen vorstellen. Und dann kommt noch der große, wirkliche Werbeteil, in dem ich euch erzähle, warum ihr dringend eine Führung mit dem Ben braucht. Ich hasse das. Ich mache ja überhaupt nicht gerne Werbung. Aber ja gut, muss natürlich hin und wieder mal sein. So, also erstens, von alt nach neu. Zunächst mal die Siegenführung. Die habe ich euch schon häufig beworben. Das ist eine sehr vielfältige Geschichte. Die erste Führung, die ich je gemacht habe. Trotzdem eine der vielfältigsten, ein sehr abwechslungsreicher Wald, über dessen Entwicklung ich inzwischen eben auch was sagen kann, weil ich da jetzt schon seit 4 Jahren, 5 Jahren, also mit Planung 5 Jahre durchlatsche und die ganze Entwicklung durch die Dürrejahre 18, 19, 20 eben in diesem Wald auch live mitverfolgen kann und genau sagen kann, wann ist hier was gemacht worden, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Außerdem haben wir ein paar regionale Besonderheiten, die eben in den Siegerländerwäldern vorzufinden sind, die es sonst in Deutschland sogar nirgends gibt. Da gibt es ein paar regionale, wirkliche große Besonderheiten. Ist eine große zusammenhängende Waldlandschaft, das Siegerland, eben auch schon ehemal Waldlandschaft gewesen. Da wurde nie großflächig gerodet. Wir finden also auch sehr alte Waldstrukturen, sehr naturnahe Waldstrukturen vor und dazwischen aber auch schon seit immer Wirtschaftswald, der schon seit ewigsten Zeiten genutzt wurde. Also wirklich viele Besonderheiten hinsichtlich der Nutzung als auch der Nichtnutzung des Waldes, die wir da sehen können. Viele Spuren vom Mensch, Spuren nur noch und eben regional ganz viele Besonderheiten. Wie gesagt, Tour sehr abwechslungsreich. Wir beschäftigen uns mit sämtlichen, sage ich mal, zukunftsfähigen Baumarten, die für die Forstwirtschaft relevant sind. Mit Ausnahme der Kiefer, die gibt es da komischerweise nicht. Alle anderen sind vertreten und damit kann man auch ein bisschen vergleichen, was ist denn zukunftsfähig als Waldbild, was nicht. Was stand hier mal, was inzwischen weg ist, was offensichtlich nicht zukunftsfähig war. Die ganze Tour läuft unter dem Thema, wie sieht der Wald von morgen aus und beschäftigt sich quasi mit verschiedenen Waldbildern und deren Zukunftsfähigkeit, das habe ich gerade schon gesagt, um am Schluss dann auch ein schönes Beispiel für ein Optimum
eines zukunftsfähigen Waldes in der Region wohlgemerkt zu sehen. Das ist ja auch ganz wichtig, darf man nie vergessen. Es gibt immer nur ein Optimalwaldbild für die Region, in der sich dieser Wald auch gerade befindet. Wenn du woanders bist, sieht das Optimalwaldbild natürlich wieder ganz anders aus. Das wird häufig vergessen und eine Form von Wald wird als universelle Lösung für Gesamtdeutschland deklariert. Das ist Quatsch, das funktioniert so nicht. Wir haben schon deutliche regionale Unterschiede, zum Beispiel durch Höhenlage, durch Hangexposition, also in welche Richtung geht der Hang, Süden oder Norden, spielt eine große Rolle. Ist es nass, ist es nicht nass, ist der Fluss nebendran, ist der Fluss nicht nebendran, etc. pp. Ja? Und genau sowas, um das soll es auf der Tour gehen. Die ist auch inzwischen ziemlich gut durchgeplant. Ich habe meine Standardwitze, die ich an den richtigen Stellen erzähle. Das heißt nicht, dass die Witze deswegen besonders gut werden. Aber ja, ist allerdings auch die längste Tour. Ich muss immer bei jeder Tour noch 2-3 Worte zum Anforderungsprofil sagen. Das sind insgesamt 14 Kilometer, je nachdem, wen man fragt und wie man misst. Können es auch 15 oder nur 13 sein. Wie gesagt, je nachdem, auch mit einigen Höhenmetern verbunden, etwa 150 bis 200 sind, glaube ich, sogar insgesamt. Die müssen wir auch wieder runter. Die lange Dauer bzw. die lange Strecke kommt zustande, indem der Treffpunkt bereits im Wald ist. Das heißt, ihr müsst zum Parkplatz fahren, vom Parkplatz in den Wald latschen. Dann geht die Führung los. Die geht 10 Kilometer ungefähr. Und dann muss man vom Treffpunkt bzw. Endpunkt der Führung halt nochmal zurück zum Parkplatz latschen. Das war damals nicht anders machbar, als ich diese Führung konzipiert habe. Aber das ist es auch wert. Es ist wirklich eine ganz, ganz spezielle Route und mit Besonderheiten, die ihr ohne mich wahrscheinlich nicht entdecken würdet. Wahrscheinlich. Zum Teil kann man sie nicht googeln, weil Google sie auch nicht kennt. Ja, zum Teil könnte man sie googeln, aber Google hat keine Ahnung von der Bedeutung, die diese Besonderheit eigentlich hat. So, da ist jetzt schon der eine oder andere bei der Tour natürlich dabei gewesen. Aber vielleicht gibt es, und das weiß ich auch schon, die Termine sind ja schon eine Zeit lang auf meiner Homepage, ein paar Interessenten gibt es trotzdem immer wieder, die da gerne noch mit möchten. Und die Tour hat inzwischen auch den einen oder anderen Wiederholungstäter gesehen, auch an der Stelle herzlichen Dank. Tatsächlich ist es für Wiederholungstäter vielleicht am interessantesten, die Siegentour nochmal mitzumachen. Kommt drauf an, wann ihr das letzte Mal da dabei wart, weil halt wirklich durch Stichwort Borkenkäfer sich diese Wälder doch deutlich verändert haben und es da inzwischen auch deutlich anders aussieht. Damit habe ich auch mein Führungsprogramm mehr oder weniger ein bisschen abgewandelt inzwischen und erzähle da bestimmt nicht mehr das Gleiche, wie ich noch vor 3 Jahren erzählt habe. An manchen Stellen schon, ja, aber ich lerne auch dazu. Das ist auch das Nächste, das eben auch mein Führungsprogramm. Ich habe mir nie ein Skript geschrieben. Für keine Führung gibt es irgendwie ein Skript. Gibt es irgendeinen Zettel, auf dem draufsteht, da erzähle ich jenes, hier erzähle ich dieses. Es gibt lediglich mit Stichworten ein paar Seiten in meinem Notizbuch, die mögliche Sehenswürdigkeiten auflisten. Was ich dann da erzähle, das gibt sich nach und nach. Das soll heißen, bei neuen Führungen quatsche ich trotzdem die ganze Zeit, aber es ist noch eine gewisse Dynamik drin und ich kann euch noch nicht hundertprozentig sagen, was ich euch erzählen werde, weil ich vielleicht auch während der Führung noch Dinge entdecke, die mir bisher noch nicht aufgefallen sind. Es gibt eigentlich jedes Mal, wenn man in den Wald kommt, irgendwas Neues zu sehen. Ja, selbst in sehr, sehr bekannten Wäldern. Allein schon die Tatsache, dass da möglicherweise doch mal noch ein Tier über den Weg huscht, das man seit Jahrzehnten nicht gesehen hat und jetzt ist es auf einmal da, verändert die ganze Erfahrung im Wald gewesen zu sein, dann ganz gravierend. Jetzt möchte ich nicht garantieren, dass wir auf Führungen nennenswert Tiere sehen werden. Wir sind ja Gruppen, 15 Nasen, 16 mit mir, so geplant zumindest. Manchmal auch weniger, je nachdem, wie viel zusammenkommt natürlich. Und das führt natürlich dazu, dass man relativ laut unterwegs ist, gerade weil ich die ganze Zeit am Labern bin. Aber wir hatten schon das Vergnügen, auf manchen Führungen Rotwild zu sehen. Wir hatten schon Rehe, wir hatten mal ein Schweinchen. Wir hatten natürlich diverse Vögelchen und einmal sogar einen Fuchs. Ja, den habe zwar ich nicht gesehen, sondern nur die Teilnehmer, aber das macht ja nichts. Da war er trotzdem. Das ist erstaunlich, dass das trotz der Tatsache, dass man eine recht große Gruppe ist, passiert, nennt man Nationalparkeffekt. Tiere in manchen Regionen der Welt haben sich daran gewöhnt, dass gerade wenn eine lärmende Haufen Menschen vorbeikommt, die auf keinen Fall schießen und keinenfalls irgendwie Jäger sein können, weil das ist ein Haufen lärmender Touristen, die tun nichts. Die können wir mehr oder weniger in gemächlicher Geschwindigkeit dran vorbei abhauen. Ne? Also abhauen tun sie schon, aber wirklich gemütlich und daher, es gibt eine Chance für Tiere. Sie ist nicht hoch. Ja? So,
Das zur Siegenführung, weiteres Anforderungsprofil, mal abgesehen von der Länge der Tour. Alle Touren gehen so schätzungsweise 6 Stunden, wenn ich überziehe, dann auch mal 6,5. 7 habe ich bisher noch nie voll gemacht. Das habe ich auch nicht vor. Ja, also ich gebe mir große Mühe, dass es bei 6,5 Stunden Maximum bleiben sollte. Ich will aber auch jede Frage beantworten, das ist auch nochmal wichtig. Alle Touren, fragt mich Löcher in den Bauch, so viel ihr lustig seid. Lasst euch auch nicht davon stören, dass da noch andere Leute anwesend sind. Alle profitieren von Fragen. Es gibt einfach dann nochmal interessante Dinge, die ich vielleicht gerade in dem Moment auch schlecht erklärt habe, wo ihr dann nochmal nachfragen könnt oder sonst wie. Theoretisch gibt es noch die Möglichkeit, wenn ihr wirklich eine ganz individuelle Frage habt, immer mal wieder zwischendurch beim Laufen. Ja, wir bleiben wo stehen, gucken uns was an, bla 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 mache ich. Ja, dann laufen wir weiter, tap 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 tap, bleiben stehen, ich mache wieder bla 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 bla. Und in dem Laufen dazwischen, da kann man mich auch mal von der Seite anquasseln und eine Frage stellen, insbesondere fast jede Tour. Ja, wirklich, ja, jede Tour eigentlich, hat noch am Schluss ein Stück, wo dann noch zurückgelaufen werden muss. Ich habe es noch nicht geschafft, einen super interessanten Rundkurs mit Highlights bis ganz zum Schluss zustande zu bringen. Es ist immer noch eine gewisse Rücklaufphase dabei und während der Rücklaufphase ist auch noch viel Platz für individuelle Fragen und einfach nochmal ein bisschen die Tour ausklingen zu lassen. Tatsächlich, ich habe das immer als Nachteil empfunden, aber ich habe jetzt ein paar Mal für euch gefragt auf den Touren, ob das mit der Rücklaufphase euch stört und die meisten sagen, nö, das ist eigentlich ganz angenehm, zum Schluss dann auch nochmal wirklich ein bisschen wandern gewesen zu sein und nochmal ein gewisses Maß an Bewegung gehabt zu haben, das ein bisschen sacken zu lassen. Das wird also eigentlich selten als negativ empfunden. Trotzdem, 2-3 Stopps sind auch bei der Rücklaufphase, nenne ich sie jetzt einfach mal, immer noch dabei, wo ich noch was zu sagen habe, aber ja, deutlich weniger als zum Beispiel am Anfang, da kommt man kaum vom Fleck. Gut, zweite Tour, die Kalf-Tour, wobei man sagen muss, bei der Siegentour, die ist keinesfalls bei Siegen direkt, sondern im Siegerland. Siegerland-Tour müsste man es eigentlich nennen. Ich habe damals noch einen Schiss draus gemacht, wo das genau stattfindet. Ich kann euch heute verraten, Netfen, wenn man das so ausspricht, ist ganz in der Nähe, wenn ihr noch ein bisschen konkreter einordnen wollt, an welchem Ort denn das stattfindet. So, dann die Kalf-Tour, die ist logischerweise in der Nähe von Kalf. Das ist im nördlichen Nordschwarzwald und ist meine Schwarzwald-Tour, die sich schwerpunktmäßig mit der Zukunft von Nadelwaldbeständen beschäftigt. Und da das nun mal ein Thema ist, was klimawandelbedingt immer mehr Sorgenkind sein wird, gucken wir uns im Rahmen der Kalf-Tour mal einen zukunftsfähigen Nadelwald oder zumindest überwiegend Nadelwald, das ist nicht nur Nadelwald, an und gucken mal, was machen die da richtig, was man woanders falsch macht und wieso ist der jetzt zukunftsfähig und andere nicht. Also Schwerpunkt einfach Nadelwälder. Während auf den anderen Touren der Nadelwald ein Relikt grauer Vorzeit ist und eigentlich nur als Fichtenmonokultur existiert und seltenst mal noch irgendwelche anderen schönen Nadelwälder da sind, Siegen hat zwei kleine, wo wir durchkommen, aber überwiegend sind sie einfach weg, die Fichten, schlicht und ergreifend. Wo noch welche sind, haben sie irgendwas richtig gemacht. Da muss man sich dann angucken. Und Kalf ist einfach das Paradebeispiel, wie man trotzdem noch mit Nadelhölzern Forstwirtschaft betreiben kann und das Ganze auch noch schön aussieht. Außerdem hat die Tour vor allen Dingen jede Menge Kleinstökosysteme zu bieten. Also der Unterschied zwischen großer Klimazone, ne, Nord-Nord-Nord-Schwarzwald sozusagen, als Hauptklimazone, das Klima des Nord-Nord-Schwarzwaldes, das die Landschaft prägt und für alles verantwortlich ist, aber innerhalb dieser Großlandschaft dann wieder Kleinstlebensräume, die besondere Lebensbedingungen aufweisen. Und dann ist die Großlandschaft gar nicht mehr so wichtig, wenn die Kleinstökosysteme wirklich ganz speziell an ihr eigenes kleines Ökosystem sozusagen angepasst sind. Das gucken wir uns an. Wirtschaft spielt eine Rolle, Tiere spielen eine Rolle. Ein bisschen Geologie spielt auf der Tour etwas mehr eine Rolle als auf anderen Touren. Auf jeder Tour muss ich kurz ein bisschen mit der Geologie um die Ecke kommen. Das ist nun mal wichtig. Dazu gibt es selten Nachfragen. Aber das Erste, was man eigentlich wissen muss, wenn man als Naturkundler oder Hobby-Naturkundler in einer Landschaft unterwegs ist, ist erstmal die Frage, aus welchem
Gestein besteht eigentlich diese Landschaft? Was hat hier als zuerst dagewesenes Element der Landschaftsbildung, der Entwicklung von Ökosystemen stattgefunden? Es spielt eine entscheidende Rolle, ob wir es mit Kalkstein, Silikatgestein oder sogar irgendwelchen Sonderfällen zu tun haben und ob es eben ein Gebirge ist oder nicht und so weiter. Das ist ganz entscheidend, bevor man sich damit auseinandersetzt. Oh, da steht ein Baum. Musste man erstmal geklärt haben, welcher Baum könnte überhaupt in Frage kommen und warum steht da jetzt ausgerechnet der Baum? Ist das typisch? Ist das nicht typisch? Gehört das hier mit dazu? Und darum ist die Geologie halt immer auch durchaus ein entscheidendes Kriterium. Ja, und das wird uns auf der Kalftour etwas mehr begegnen als woanders. Die Kalftour hat leider auf dem Rückweg einige Höhenmeter hoch. Das wurde schon als anstrengend empfunden, ist ansonsten aber nur 8 Kilometer lang, kommt direkt am Parkplatz wieder raus und geht weitgehend über ganz gute Pfade. Ein paar schöne Waldwege sind dabei, also Trampelpfade. Es ist allerdings keine große Trittsicherheit erforderlich. Ein winziges bisschen sollte schon gegeben sein. Es gibt eine Stelle, wo man bitte keine Klaustrophobie im stark ausgeprägten Maße haben möge. Sonst muss man außen rum gehen, das kriegen wir aber auch hin. Ja? Ist bisher zweimal vorgekommen. Hat einmal funktioniert, die Leute waren zufrieden, hoffe ich. Hatte jedenfalls den Eindruck. Auch da wieder ein bisschen Spuren der Besiedlung aus der Frühzeit. Wir befinden uns in jedem Fall in Deutschland. Ein Wald, der gar nicht von uns Menschen geprägt wurde, gibt es halt nun mal nicht. Und das wird dann da auch eine Rolle spielen. Leider liegt Kalfall jetzt eben nicht gerade sehr zentral. Das heißt, man sollte irgendwo fast in der Nähe wohnen, um die Tour in Anspruch nehmen zu können. Drum habe ich auch die Termine für die Kalfführung etwas weniger gemacht. Dieses Jahr, da war letztes Jahr ein bisschen schwierig, die alle voll zu kriegen. Es hat zwar noch alles stattgefunden, es waren letztendlich dann auch trotzdem auch noch reichlich Leute da. Herzlichen Dank übrigens, weil sich gerade jemand angesprochen fühlt. Aber ja, ne? Also es ist eine schöne Tour, ich mache sie gerne, sie ist auch wirklich empfehlenswert. Aber ja, ich will euch jetzt nicht, dass ihr aus Berlin anreisen müsst, um dann zur Kalftour zu kommen oder solche Späße. Ne? So Verrückte gibt es nämlich hin und wieder. Gut, dann hätten wir neu von letztem Jahr die Harzrunde. Die ist daher auch noch dieses Jahr noch relativ neu, vielleicht für den einen oder anderen. Es war schwierig, eine Route im Harz zu finden, die nicht nur aus fehlendem Wald besteht. Die Schäden durch Borkenkäfer und plus Trockenheit, also Trockenheit plus Borkenkäfer muss man eigentlich eher sagen, sind natürlich im Harz gravierend. Das werden die meisten Waldfreunde mitbekommen haben, dass das eine der Regionen mit den größten Schäden überhaupt ist. Und daher war es meine Aufgabe, da wirklich eine Route zu finden, die nicht nur deprimiert. Außerdem ist es langweilig, nur über Kahlfläche zu laufen, wenn man sich eigentlich einen Wald angucken möchte. Und drum ging das eine Weile, die richtige Route zu finden. Die ursprünglich geplante Route ist mir dann auch quasi umgefallen, sozusagen. Da ist einfach kein Wald mehr, wo ich eigentlich lang wollte. Und drum musste ich nochmal umplanen und habe jetzt, vielleicht was diejenigen, die das noch im Kopf haben, auch leider das Thema der Führung ein bisschen ändern müssen. Das war ursprünglich mal historische Waldbewirtschaftung und ihre Folgen auf moderne Waldökosysteme, so vom Arbeitstitel her. Mehr als ein Arbeitstitel gibt es bei keiner Tour, also von daher ist der Arbeitstitel der Titel. Das habe ich jetzt umgewandelt in Wälder im Harz. Ja, Harzer Besonderheiten, ein Stück weit auch Besonderheiten der DDR-Forstwirtschaft, die nicht nur schlecht gewesen ist. Es ist komplett, findet also komplett in Sachsen-Anhalt statt. Was heißt, die Anführungszeichen wieder weg. Ne? Es findet in Sachsen-Anhalt statt. Sachsen-Anhalt ist nichts, was man mit Anführungszeichen versehen sollte. Tut mir leid. Ja, ist nicht böse gemeint. Ich bin Sachsen-Anhalt sehr dankbar, weil das ist eins der Bundesländer, wo man einfach Führung machen kann. Das ist großartig. Das sind meine Lieblingsbundesländer. wie dem auch sei, jedenfalls, da machen wir einen schönen Rundgang mit wenig Steigung. Ein kleines bisschen was ist dabei. Von auch etwa 8 Kilometern. Ist also relativ unanstrengend von den genannten Touren bisher, die am wenigsten anstrengendste. Dauert genauso lang wie alles andere auch, weil ich eben die ganze Zeit am Quasseln bin. Und wir beschäftigen uns vor allem damit, was passiert, wenn der Wald weg ist, was man dann tun kann, wie die Zukunft aussieht in Gebieten, in denen der Wald stark weg ist, welcher Wald dann noch da ist, welche Aufforstungsmethoden es gibt, welche Hoffnungsträger es gibt. Sie sind alle vor Ort, wir können sie uns alle angucken. Wir können auch deutlich sehen, mit etwas Erklärung erkennt das jeder so
sofort, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert. Und die Chance auf Tiere ist in der Region besonders groß, dass wir da vielleicht sogar noch irgendeinem schönen Tier begegnen. Das ist übrigens die einzige Tour, die als Pausenplätzchen tatsächlich sogar auch eine Hütte hat, wo man sich bei schlechtem Wetter unterstellen kann. Kann ich gleich dazu sagen, bei allen anderen Touren, naja gut, nee, bei Calf gibt es auch eine Möglichkeit, sich unterzustellen, ist aber keine Hütte. Geheimnisvoll, ne? Und unterzusetzen sogar, nicht unterzustellen. Stellen wird schwierig, ist ein bisschen niedrig. Jedenfalls gibt es da eben dann die ganzen Besonderheiten der Harzer Forstwirtschaft, die man sich da angucken kann. Die besondere Geologie, die sehen wir da noch live und in Action und in Farbe, was die da so hervorgebracht hat. Und auch ein paar Hinterlassenschaften, wie bei jeder Tour von uns Menschen, nur sind sie hier etwas jüngeren Datums und stammen aus einer Zivilisation, die noch nicht ganz so lange her ist. Sie hat 3 Buchstaben und die beiden ersten sind Ds. Also auch das ist vielleicht ein ganz spannendes Thema und beschäftigt sich auch ein bisschen mit, wie lange dauert es eigentlich, bis menschliche Spuren in der Natur dann wieder verschwunden sind, wenn sich keiner mehr drum kümmert und solche Sächelchen. Ne? Also mit ein Thema. Generell gilt bei allen Touren, alles was am Wegesrand interessant ist, ist ein Thema. Ja, sämtliche Sachen, die im Wald eine Rolle spielen, die genannten Schwerpunkte sind lediglich so ein bisschen, um das voneinander abzuheben. Bisher habe ich noch nicht so viele Touren, dass sich die einzelnen Führungen schwerpunktmäßig großartig gleichen. Ganz paar Details erzähle ich jedes Mal, aber das sind nicht viele. Wir haben also schon wirklich ganz unterschiedliche Themen auf den unterschiedlichen Führungen. Und damit kommen wir zur letzten und neuen. Die kann noch keiner gemacht haben, außer ein paar Testnasen. Herzlichen Dank übrigens dafürs Mitkommen und Angucken. Wer bei mir Patreon ist, es gibt mindestens einmal pro Jahr, ich plane dieses Jahr noch eine zweite, kann ich an der Stelle gleich mal verraten, Spezial-Patreon-Führungen, die sind dann meistens recht kurzfristig und es ist halt auch nur ein Termin, man muss da also Zeit haben, das heißt, würde ich mich nicht darauf verlassen, dass das jedes Mal klappt, dass ihr da zwingend mit könnt, aber das sind häufig dann eben auch die Locations, die dann später normale Führungen werden, nicht immer, aber häufig und in dem Fall war es halt so, dass ich mit einer Gruppe da eben quasi jetzt schon unterwegs war. Es geht durch den Buchenwald und zwar bei Kettwig. Das ist ein Stadtteil von Essen. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ja, es ist tatsächlich ein Stadtteil. Das sieht mir sehr wie eine eigene Stadt aus, aber ja, im Vergleich zu Essen ist Kettwig natürlich klein. Und damit haben wir es also quasi mit einem Wald im urbanen Raum zu tun. Da gibt es immer mal wieder grüne Ecken, gerade so um Kettwig drumherum. Einige sehr große grüne Ecken sogar. Aber insgesamt ist die Besiedlungsdichte da im Bereich Ruhrpott dann doch noch relativ groß. Ich bin mir zwar nach wie vor nicht sicher, weil ich noch keine vernünftige Definition gefunden habe, was der Ruhrpott genau ist, aber die Tour findet statt neben der Ruhr in geologisch genau dem Gestein, wo ihr eure Kohlen rausgeholt habt. Ja, damit sind wir also mindestens geologisch und geografisch im Ruhrpott und wie das Ding jetzt genau definiert ist, ist mir an der Stelle dann auch schon egal. Ja, es handelt sich um ein kleines Waldgebiet, das aus Gründen der Erholungsnutzung vermutlich für die örtliche Bevölkerung kaum genutzt worden ist. Vielleicht war man zu faul, vielleicht hat man es damals schon schön gefunden. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, wie es dazu gekommen konnte, dass in einem so eigentlich urbanen Raum ein so nicht genutzter alter Buchenwald überleben konnte, muss man sagen. Entsteht, kann ich sagen. Man lässt die Buche wachsen und dann entsteht das irgendwann. Aber wie das überleben konnte, ist schon ein gewisses Rätsel. Es ist ein Kleinod von naturnahem Buchenwald, fast schon urwaldartige Strukturen, sehr reich an Totholz, sehr reich an Biodiversität, sehr reich an Sehenswürdigkeiten. Nur Buchenwald mag im ersten Moment vielleicht ein bisschen langweilig klingen, aber der Buchenwald ist eben unsere Urnatur schlechthin. Wenn man die meisten Wälder sich selbst überlassen würde, wären sie irgendwann Buchenwälder. Wenn du irgendeinen Acker sich selbst überlassen würdest, wäre es irgendwann nach 500 Jahren ein Buchenwald. Und selbst Städte, aus denen wir ausziehen, die nach und nach verwildern, da gäbe es viele verschiedene Phasen der Waldentwicklung, der natürlich in Sukzession
die über diese Städte hinweg wachsen würde, aber früher oder später ist auch das dann meistens ein Buchenwald, sofern es nicht im Auwald liegt. Ne? Damit ist es einfach der Wald, der hier in Deutschland am natürlichsten ist und am ehesten auf zumindest mindestens 70-80% der Fläche unserer Urnatur entsprechen würde. Und wer sich mal angucken möchte, wie das dann in der Praxis aussieht, der wäre dann bei der Kettwig-Führung tatsächlich herzlich eingeladen, das eben auch zu tun. Ja, es ist also wirklich ein ganz besonders hübsches, kleines Waldgebiet. Klein hat den Vorteil, wer nicht lange laufen kann, aber hoffentlich wenigstens stehen, beziehungsweise notfalls nehmt euch einen Klapphocker mit. Ja, grundsätzlich gilt bei jeder Tour, nehmt euch ruhig einen Klapphocker mit. Wenn das mit dem Laufen prinzipiell nicht die Schwierigkeit ist, sondern einfach die Dauer der Tour mit dem lange Stehen, Klapphocker wirkt Wunder. Ja, es darf selbstverständlich auch Trekkingstöcke mitgeführt werden. Das wäre für die Essen-Kettwig-Tour sogar ganz sinnvoll. Die ist zwar kurz, geht aber 100%. Ja gut, fast, sagen wir 95% über kleine Trampelpfade und Waldwege, die wirklich nur durch Fußgängerverkehr entstanden sind. Da ist kein befestigter Weg dabei. Das kann bei schlechtem Wetter ein bisschen rutschig sein. Dann würde ich Trekkingstöcke auf jeden Fall empfehlen. Es gibt auch noch ein paar Höhenmeter, aber wir sind da so langsam unterwegs, dass die wirklich nicht anstrengend ist. Gesamtkilometer vielleicht 4 oder 5, irgendwie sowas um den Dreh. Ich habe es noch gar nicht ausgemessen. Aber mehr kann das eigentlich nicht sein. Trotzdem eine lange Führung, weil da eben jede Menge Details entlang dieser relativ kurzen Strecke zu besichtigen sind und wir das volle Ausmaß der Buchenwaldentwicklung inklusive der Grenze des Buchenwaldes, der wirtschaftlichen Nutzung des Buchenwaldes und eben warum es auch unsere Urnatur wäre, wenn wir nichts dagegen unternehmen, sozusagen was anderes hinpflanzen oder den Wald einfach entfernen. Das sind alles so Themen, die da eine Rolle spielen. Ja, also ich kann versprechen, es ist bestimmt nicht langweilig, auch wenn es primär wirklich nur um eine einzige Baumart geht. Das stimmt auch so nicht ganz. Im Buchenwald gibt es durchaus noch ein paar andere Sachen, auch ein paar andere Holzpflanzen, die da vorkommen können. Und erfreulicherweise ist das hier auch in unserem Beispiel bei Kettwig dann auch der Fall. Und die volle Biodiversität, die Buchenwälder haben können, können wir dann da auch besichtigen. Alle Phasen der Buchenwaldentwicklung sind drin und ganz paar Waldbilder, wo mal nicht die Buche steht, haben wir auch nebendran, damit es nicht wirklich nur Buche ist. Und dann kann man sich auch schön eben die Unterschiede der verschiedenen Buchenwaldtypen zu einem reinen, nur aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten gegründeten Wald angucken. Ist auch meine einzige Tour, die nahezu fast auf 90% der Strecke durch unbewirtschaftete 85% der Strecke durch unbewirtschaftete Wälder führt. Aber in diesen 85% finden 99% der Stopp statt. Daher spielen die anderen 15% keine so große Rolle. Ist die einzige Tour, die hervorragend mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen ist. In Calw geht das auch einigermaßen. Das heißt einigermaßen, geht ganz gut. Kann man mit dem Bus hinfahren. Bei Essen-Kettwig muss man eigentlich nur aus der Straßenbahn aussteigen, der S-Bahn. Heißt es S-Bahn? Ich weiß es nicht. Aber jedenfalls, die Bahn fährt direkt von Düsseldorf oder alternativ von Essen zu dem Bahnhof, der gleichzeitig unser Treffpunkt ist. Und von da latschen wir sofort in den Wald und dann geht's auch gleich los. Also die mit Abstand am leichtesten zu erreichende Führung überhaupt. Und da man nach Düsseldorf oder Essen aus vielen Teilen von Deutschland auch ganz wunderbar mit ÖPNV, sprich mit der Bahn, leider, ja, es gibt keine Alternative, wissen wir alle, kommt, wenn sie dann fährt, ne, das ist natürlich immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Ich empfehle mindestens eine Stunde Puffer einzuplanen. Besser 2, weil es ist die Bahn. Aber nee, wenn er zu spät kommt. Ich schenke, gerade bei der Tour werde ich noch eine detaillierte Skizze mit rumschicken lassen. Das macht ja alles meine Frau. Die erklärt, wo es da lang geht, falls man sich verspätet haben sollte, weil die Bahn halt scheiße ist. Natürlich kann man da auch mit dem Auto hinfahren. Gibt einen kleinen Parkplatz. Der wird auch von meiner Führung wahrscheinlich nicht vollständig voll gemacht. Also sollte klappen. Wenn nicht, kann man irgendwo anders parken. Das ist halt kein Problem. Gut. Das zu der neuen Tour. Ich hoffe, die findet allgemein freundliches Interesse. So,
Und dann noch ein paar allgemeine Dinge. Grundsätzlich bei allen Touren gilt, Betreten des Waldes geschieht auf eigene Gefahr, beziehungsweise man muss beim Betreten des Waldes immer mit waldtypischen Gefahren rechnen. Ich zerre euch schon wieder aus dem Loch raus, wenn ihr reingefallen seid, oder versuche es zumindest. Aber verklagen könnt ihr mich nicht, weil ihr ins Loch gefallen seid. Waldtypische Gefahren heißt ausrutschen, gegen Baum rennen, am Ast aufspießen, über Stock fallen, sowas in diese Richtung. Ne? Theoretisch auch ein Ast, der vom Baum fällt. Da gibt es ein paar Stellen, wo da ein erhöhtes Risiko besteht. Das sage ich dann immer noch dazu. Einfach nur, damit wir das noch mal kurz geklärt haben. Die Führungen, die eine Anmeldung brauchen, da könnt ihr sicher sein, dass ich die auch habe. Das ist immer eine alles hochlegale Angelegenheit und macht sehr viel Arbeit, damit es hochlegal ist. Aber ja, ist es. So, dann sei darauf hingewiesen, der Langsamste gibt es Tempo vor, beziehungsweise ich warte immer, bis alle da sind oder zumindest einigermaßen da sind, bis ich mit dem nächsten Punkt weitermache. Ist also auch kein Problem, wenn mal jemand ein bisschen langsamer zu Fuß ist. Das vergeht sich sowieso, beziehungsweise die kurze Denkpause, die man dann zwischen den einzelnen Stopps hat, wenn die Gruppe ein bisschen langsamer unterwegs ist, das stört eigentlich niemanden. Da braucht sich also wirklich niemand gehandicapt fühlen. Solange man die Strecke schafft und die Dauer der Veranstaltung schafft, ist das Tempo nun wirklich nicht das Problem. Das kriegen wir alles auf die Reihe. Ansonsten, das Ganze findet bei jedem nicht gefährlichen Wetter statt. Gefährliches Wetter ist Windgeschwindigkeiten ab 80 km/h in Böen. Dann wird es auf jeden Fall gefährlich. Manchmal, je nach Tour, würde ich auch schon bei 60 km/h das Ganze leider absagen, aus eben verantwortungsvollen Gründen, sage ich jetzt mal, einfach weil es dann zu gefährlich wird. Lebensgefährliches Wetter ist auch Gewitter, das kann man aber immer ganz schlecht vorhersehen. Nur weil der Wetterbericht sagt, Gewitter sei angesagt, muss das nicht zwingend heißen, dass ich das dann auch so sehe, weil regionale Klimabesonderheiten bei meinen Führungen dazu, dass zum Beispiel Gewitter häufig auf der anderen Seite vom Berg stattfinden oder sowas in diese Richtung. Ich habe da mitunter Erfahrungswerte drum, nur weil der Wetterbericht mies aussieht und ich habe das Ganze nicht abgesagt, dann habe ich da schon gute Gründe für und da könnt ihr mir dann schon vertrauen. Wenn es einfach nur viel regnet, ist das kein Absagegrund. Da hilft ein Regenschirm, da hilft Regenkleidung. Es gibt bekanntlich kein schlechtes Wetter, sondern nur unpassende Kleidung. Also da machen wir uns da nichts vor. Also Wind und Gewitter sind im Wesentlichen die Faktoren, bei denen man da ein bisschen vorsichtig sein muss. Jetzt mache ich kurz Pause, weil jetzt kommt hier der Träger vorbei. So, wichtig wäre dann noch passendes Schuhwerk, sprich nicht unbedingt Flipflops, es sei denn, ihr seid Flipflopianer und könnt mit Flipflops auch auf den Mount Everest steigen, was immer noch ein Fehler wäre, meiner Meinung nach. Aber ja, ich hatte auch schon Leute, die barfuß mitgelaufen sind und mir versichert hätten, die können das und dann konnten sie das auch und dann war das auch alles überhaupt kein Problem. Es liegt letztendlich in der eigenen Verantwortung, mit halbwegs für dich geeigneten Schuhen da aufzukreuzen. Achso, noch ein wichtiger Hinweis, standardmäßig duze ich fast jeden. Leute, die signifikant älter sind als ich, werden im Rahmen der Ansprache der Gruppe mitgeduzt, aber da würde ich dann schon auf das Sie zurückgreifen bei persönlicher Anrede, nur damit das einfach nicht zu Verwirrungen führt. Ich habe mich damals eben einfach dafür entschieden, im Internet ist man per Du, deswegen sind wir hier auf dem Kanal per Du. Ich glaube, meine Homepage ist in Sie-Sprechweise gehalten, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Habe ich mal zumindest irgendwann so vorgehabt, weiß nicht, ob ich das umgesetzt habe. Yes, Gedächtnis Lücken. Ja, aber nur damit auch da vorgewarnt ist. Das heißt, man darf mich grundsätzlich duzen, man muss auch nicht vorher fragen, das ist vollkommen in Ordnung. Nur, ja, wie gesagt, ich persönlich bei älteren Herrschaften, man darf mich auch siezen, selbstverständlich, wenn man sich damit wohler fühlt. Ja, nur damit wir das auch noch kurz geklärt haben, das ist auch immer so ein Thema, was im Laufe der Jahre, habe ich zuerst gar nicht drüber nachgedacht, aber jetzt so nach und nach wird das manchmal so eine, zu so einer interessanten Situation. Ja, aber klar, kriegen wir alles gelöst. Und was war noch? Ja, genügend Essen und Trinken dabei haben. Essen, normalerweise reicht ein kleiner Snack. Ich habe ja gesagt, die ganze Geschichte geht 6 Stunden Minimum. Kürzer ist eigentlich nie. Vielleicht noch bei der neuen Tour. Vielleicht noch. Ja, dass die mit 5, ich werde sie mal mit 5 bis 6 angeben. Könnte sein, dass es dann tatsächlich auch nur 5 werden. Solange ich dann die noch nicht so oft gemacht habe. Kann auch vorteilhaft sein, dass man mir nicht 6 Stunden zuhören muss. Daher wäre das dann auch vielleicht eine Alternative für die Leute, die Dauer der ganzen Veranstaltung ein wenig abschreckt, aber ihr sollt viele Informationen vor euer Geld kriegen. Ja, das ist mir dann schon auch persönlich relativ wichtig.
Was war noch? Genau, Essen, Trinken. Trinken vor allen Dingen, wenn es warm sein sollte, wirklich genug mitnehmen. Manche Führungen haben zwar Möglichkeiten, unterwegs Wasser aufzufüllen, aber ja, dafür muss man sich trauen, Wasser aus dem Wald auch so zu trinken. Es sei denn, man hat irgendeine Filter- oder sonstige Aufbereitungsmethode für sich dabei. Dann gibt es fast überall irgendwelche kleinen Rinnsale, aber darauf verlassen würde ich mich nicht. Im Harz gibt es zum Beispiel überhaupt keine Wasserauffüllmöglichkeit. Bei Kalf gibt es Trinkwasser noch und nöcher. Bei Siegen auch, aber erst ganz am Schluss. Daher, auch da wäre wichtig, genug Wasser dabei zu haben. Und bei der neuen Tour kann ich es noch nicht mit Sicherheit sagen. Da weiß ich noch nicht, wie die Wasserverhältnisse im Sommer so sind. Im Winter gibt es da reichlich. Im Sommer könnte da sehr viel austrocknen. Daher kann ich nicht genau sagen. Ja, genügend warme Klamotten, falls es kalt sein sollte. Genügend nicht ganz so warme Klamotten, falls es warm sein sollte. Denkt an Sonnencreme, denkt möglicherweise an Mückenschutzmittel. Das kann natürlich auch nochmal eine Rolle spielen. So, und dann noch zur Anmeldung, ganz, ganz wichtig. Dafür eine Mail an die auf der Homepage stehenden Mailadresse wahlweise schicken. Wenn das Kontaktformular keine Option ist, weil gerade für die normalen Führungen, die Gruppenführungen, haben wir ein kleines Kontaktformular auf unserer Homepage. Das bitte auch vollständig ausfüllen, sonst muss meine Frau leider nochmal nachfragen. Ich bin einfach rechtlich, ist es notwendig, eine Adresse abzufragen, Vor- und Nachname abzufragen, damit ein Vertrag zustande kommen kann, weil genau das passiert, wenn sich da jemand anmeldet, und dafür brauche ich halt eben auch eine Anschrift. Ja, Anonymität ist ein hohes Gut. Wir stellen mit den Anschriften auch überhaupt nichts an. Wir brauchen sie einfach nur für den Fall, dass wir eine Rechnung schreiben müssen, weil jemand seinen Geldbeutel vergessen hat oder sowas. Das ist schon vorgekommen. Das Ganze kostet 30 Euro im Regelfall. Die Kalfführung ist 5 Euro billiger, weil die ist nicht weit weg von mir. Da habe ich weniger Anfahrtskosten. Das ist Geld. Das ist auch nicht gerade sehr wenig Geld. Ich empfinde das nach wie vor als eigentlich durchaus gar nicht mal so wenig Geld. Aber es ist eine lange Führung. Es ist eine Führung mit dem Master of Science, der auch irgendwo seinen Master of Science wieder reinholen muss. Das hat eine Weile gedauert, bis ich den hatte. Und ich habe es dieses Jahr nicht erhöht. Ich habe es letztes Jahr versprochen, es dieses Jahr nicht zu erhöhen, weil ich es letztes Jahr nochmal erhöht hatte, mein Honorar. Und dementsprechend bleibt es dieses Jahr jetzt, wie es ist. Das tut ein bisschen weh aufgrund von Inflation. Ne? Das muss ich niemandem erzählen. Aber ich habe es versprochen und drum ist es so. Das heißt, ihr hättet dieses Jahr jetzt nochmal die wahrscheinlich letzte Möglichkeit, für nur in Anführungszeichen 30 Euro so eine Veranstaltung mitzumachen. Ja, das ist der Gegenwert von 3 Kartoffeln und einem Ei, also, nee, ist natürlich Quatsch, aber ich hoffe, das ist wirklich, also gerade auch dieses Jahr, echt noch ein günstiger Preis, und völlig verramschen möchte ich mich natürlich auch nicht. Ja, es streiten sich die Gemüter, ob das viel zu billig ist. Dass es viel zu teuer wäre, hat sich bisher noch keiner beschwert. Ich glaube, das kann man nachvollziehen, dass ich von irgendwas leben muss. Und dann ist das, denke ich, doch wirklich einigermaßen fair. So, was noch? Anmeldung. Über dieses Anmeldeformular dabei ganz, ganz wichtig. Das Anmeldeformular, das haben wir irgendwie Homepage-Baukasten-mäßig zusammengespengelt. Da wir beides keine Informatiker sind, ist das Ding zwar funktioniert, ja, aber was wir nicht geschafft haben, ist, dass dann hinterher einen herzlichen Dank, deine Anmeldung war erfolgreich, du bist der Beste oder die Beste und wir haben dich total lieb. Das kommt nicht. Das kommt nicht deswegen nicht, weil was nicht so ist. Es ist nämlich so. Aber ist halt technisch bedingt. Es gibt ein winzig kleines Feld ganz oben am Rand vom Anmeldeformular, wo senden erfolgreich, zack, und dann ist das Feld auch schon wieder weg, kurz steht. Wenn ihr das nicht gesehen habt, war senden wahrscheinlich trotzdem erfolgreich. Das heißt, das Formular steht dann einfach immer noch da, nachdem man es abgesendet hat, und man fragt sich, hat das jetzt funktioniert oder nicht? Wenn euer Server irgendwie geladen hat, dann ist es auch gesendet und dann haben wir das mitbekommen. Und je nachdem, wie viel gerade zu tun ist, dauert es dann mitunter auch mal ein bisschen länger, bis dann gegebenenfalls eine Bestätigung der Anmeldung erfolgt. Also da bitte nicht nach einer Woche gleich schon Panik bekommen, schon gar nicht nach ein paar Tagen. Nach 2 Wochen könnt ihr gerne mal nachfragen. Ja, so kann auch sein, dass es wirklich sehr schnell bereits eine Antwort gibt auf die Anmeldung bei den Standardtouren. Das ist ja einfach nur kurz eintragen in die entsprechende Liste. Das könnt ihr euch denken, dass das nicht so furchtbar viel Arbeit ist. Die Rückantwort ist auch zu 99% eine Standardantwort.
Standard-Mail. Auch das ist hoffentlich nachvollziehbar, dass wir da nicht jedes Mal was Individuelles schreiben. Und ja, Flieger, Pause. So, und dann noch kurz der Hinweis auf den Rücktritt, wenn ihr dann den Termin doch nicht wahrnehmen könnt, beziehungsweise wieder abmelden müsst, weil ihr krank seid oder sowas in die Richtung. Ich brauche eine gewisse Planungssicherheit, soll heißen, da könnt ihr ruhig mal in meine AGB tatsächlich auch mal reinschauen. Da steht dann drin, bei kurzfristigen Abmeldungen muss ich halt dann leider trotzdem eine Rechnung schicken, sofern ihr niemanden kennt, den ihr alternativ zur Führung schicken wollt. Weil ich finde so schnell natürlich niemanden als Ersatzmensch. Manche Führungen sind durchaus sehr, sehr voll. Hin und wieder gibt es auch mal eine Warteliste, recht oft sogar für bestimmte Termine. Und damit da dann auch wirklich jemand nachrutschen kann, muss halt auch eine rechtzeitige Abmeldung da sein, dass der nachrutscht, dann eben auch Zeit hat und das rechtzeitig organisieren kann. Wenn wir euren Platz mit jemand Nachrutschendem belegen können, dann müsst ihr natürlich auch nichts zahlen, ne? Bei Abmeldung. Das ist halt immer die Frage. Wenn aber niemand da ist, der nachrutschen könnte und ich dann einfach eine Person weniger habe und hätte nochmal die Möglichkeit gehabt, nochmal mit ein bisschen zusätzlicher Werbung vielleicht den Platz noch voll zu bekommen, dann wird es leider so sein, dass ich dann die vollen Führungskosten kassieren muss. Ne, das ist wie mit Konzerttickets, sonstigen Tickets von was auch immer. Wenn du dann am Ende nicht hingehst, dann hast du Pech gehabt. Also tatsächlich einfach ein bisschen persönliches Risiko, wer die Führung bucht. Und ich hoffe, 30 Euro, auch wenn ihr nicht anwesend gewesen seid, bringen euch da finanziell nicht um. Aber nur damit wir das nochmal angesprochen haben. Und ja, das läuft ja überall so. Da bin ich ja jetzt kein ganz schlechter Mensch, dass ich das so mache. Und alle anderen würden das nicht so machen. Ne? Wer sich 14 Tage vorher, glaube ich, abmeldet, kein Problem. Aber das ist okay. Ja, also vertraglich gesehen. Nur damit wir das nochmal kurz angesprochen haben. So, damit, das Ganze ist schon wieder viel zu lang, aber damit trotzdem jetzt noch der Hinweis, warum eine Führung mit Ben, warum lohnt sich das? Naja, erstens, wir haben eine erheblich bessere Auflösung als meine Kamera. Zweitens, man kann nicht nur den Wind sehen, der sich in meinem Bart kräuselt, sondern man kann ihn auch spüren, wenn man dabei im Wald steht. Den Regen bekommt man gegebenenfalls ab. Gerüche, so man dann eine funktionsfähige Nase hat, kann man auch zur Kenntnis nehmen. Und das ist zum Teil wirklich relevant. Ich gebe mir auch große Mühe bei den Führungen, auch wirklich so ein paar Dinge zu erwähnen, die, ohne jetzt in die Esoterik abschweifen zu wollen, wirklich mit allen fünf Sinnen erlebt werden müssen. Luftdruckveränderung, ne? Feuchtigkeit in der Luftveränderung, je nachdem in welchem Kleinökosystem man sich gerade befindet. Das sind wirklich so Dinge, die zum Erkunden des Waldes außerordentlich wichtig sind, die auch für Survival-Zwecke durchaus hilfreich sein können und die man zwar auch beschreiben kann, aber es ist erheblich eindrücklicher, wenn man das Ganze erlebt. Davon abgesehen habt ihr eine kompakte Waldveranstaltung mit mir vor Ort. Ihr könnt mich direkt sofort Fragen stellen. Ihr könnt in alle Richtungen, ihr habt immer eine 360-Grad-Kamera, ganz, ganz toll, in der Auflösung, die halt euer Augenlicht hergibt. Und wenn ihr was entdeckt, was euch interessiert, dann einfach nachfragen. Und das Ganze ist auch als Gruppenveranstaltung meistens eine ganz lustige Angelegenheit. Es kommt eigentlich fast immer vor, dass ich innerhalb der Gruppe auch ein paar Leute untereinander unterhalten, gerade wenn wir dann mal wieder zwischendrin so ein paar Laufabschnitte haben. Und es ist auch meistens eben eine Gruppe, die sich gegenseitig auch sympathisch ist, weil ihr habt alle gemeinsam, dass ihr irgendwie mit meiner Art ganz gut klarkommt und Leute, die mit meiner Art ganz gut klarkommen, die kommen auch untereinander im Regelfall eigentlich immer ganz gut klar. Deswegen ist das meistens wirklich eine sehr, sehr harmonische Geschichte. Mal ein bisschen stillere Gruppe, mal ein bisschen aktivere Gruppe. Das liegt in der Natur der Sache. Das ist halt auch einfach, wie sich das individuell immer zusammenwürfelt. Ist eine hochspannende Angelegenheit. Und je nachdem, wie das Wetter auch ist, sind das zum Teil auch für mich wirklich sehr bleibende Ereignisse, Erlebnisse. Wir hatten mal eine ganz tolle Herbsttour bei der Siegengeschichte, wo dann wirklich das Licht durch den Wald, der inzwischen nicht mehr da ist, so durchfiel und das alles total golden geworden ist und das sah einfach großartig aus. Das ist mir auch noch sehr in Erinnerung geblieben. Und eben dann auch als Gruppe dazustehen und oh zu machen, ist auch für mich schön.
schön. Ja, dann mache ich das mal nicht alleine. Und ja, also ich denke, da sind wirklich viele Erlebnisse dabei, die sich dann lohnen. Meine Tourenrouten sind auch wirklich gut ausgewählt, sind sehr gut durchdacht. Ich weiß, auch wenn ich jedes Mal ein kleines bisschen variiere, wirklich sehr, was ich da erzähle. Und es sind auch viele Sachen dabei, die ich einfach aus dem Grund nie in einem Video, also keine dieser Touren ist in dem Video jemals in Erscheinung getreten, wird auch nicht der Fall sein, solange ich die Tour noch anbiete. Weil es soll halt schon auch exklusiv sein und es sind schon Highlights, die da dabei sind. Sachen, wo ich eigentlich im Grunde sehr gerne mal Videos machen würde, die wahrscheinlich auch interessant wären, aber ich will mir ja nicht meine Highlights kaputt machen. Also ihr erfahrt in jedem Fall, selbst wenn ihr erfahrene Zuschauer hier auf meinem Kanal seid, erfahrt ihr immer noch was Neues, kriegt tolle praktische Beispiele für ein bisschen was, was ihr vielleicht schon wisst. Und also ich hoffe wirklich sehr, dass da in jedem Fall ein Mehrwert dabei ist. Und auch eben gerade durch die Dauer der Veranstaltung haben wir wirklich viel Zeit, insgesamt ein rundes Bild von dem Wald, in dem wir uns bewegen, meistens ja auch rund, Rundweg zu stricken und ein großes Gefühl und ein gutes Gespür für das Ökosystem Wald zu bekommen. Mir persönlich ist auch immer wichtig, dass man einfach ein bisschen versteht und vielleicht ein bisschen nachvollzieht, ziehen kann, was ich sehe, also oder jemand anders, der Profi-Waldnase ist, wenn sie in den Wald reinguckt, ja, dann siehst du nicht nur Bäume, sondern du siehst ein Ökosystem, das sich verändert, das wächst, das möglicherweise auch verfällt, das Probleme hat und man kann da ganz viel entdecken, wenn man einfach nur in den Wald schaut und den Blick dafür zu bekommen, wie das geht. Das ist eigentlich zentral auf allen Führungen, weil wenn wir stehen bleiben und irgendwo in den Wald reingucken, machen wir genau das. Ich beschreibe, was man hier jetzt sehen kann, wo hier die Besonderheit liegt. Ihr könnt euren Blick für den Wald damit auch ein wenig schärfen und werdet dann hinterher möglicherweise, das ist schon das ein oder andere Mal vorgekommen, auch wirklich mit eigenen anderen Augen durch den Wald laufen und Phänomene, wie wir sie auf der Tour begegnen, wie sie uns begegnen, auch bei euch daheim in eurem Wald mit Sicherheit finden können und dann feststellen, oh, das ist doch so und so und könnt dann eure Familie damit nerven, zum Beispiel, oder Freunde oder Verwandte oder einfach nur für euch still gehen. Genießen. Das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Also ich bin inzwischen überzeugt, meine Führungen werden auch besser und besser. Ja, je länger ich das mache, desto besser werde ich. Das Ganze hat inzwischen schon durchaus Hand und Fuß. Ja, also das bisschen Eigenlob sei mir dann gestattet. Und außerdem ist das ja ein Werbevideo. Also muss ich hier ja auch irgendwie den Eindruck erwecken, als wäre das toll, was ich da mache. So. Das wär's. Ja, ich hoffe, das war trotzdem ein kleines bisschen unterhaltsam, auch wenn es jetzt nur eine viel zu lange Werbung gewesen ist. Ich muss mir nächstes Jahr was einfallen lassen, wenn noch eine Führung dazu kommt, damit das nicht absolut lang wird. Und im Grunde erzähle ich jedes Jahr auch dasselbe. Aber ja, ich hoffe, es gibt die eine oder andere Anmeldung. Das klappt dieses Jahr soweit. Und das ist halt immer ein unternehmerisches Risiko. Ne? Sollte aus irgendwelchen Gründen keiner mehr Bock haben, mit mir auf Führung zu gehen, das wäre schon schlecht. Ne? Da müsste ich mir was einfallen lassen. Aber hoffen wir einfach mal, dass das soweit funktioniert. Letztes Jahr war alles sehr schnell voll. Insbesondere die neue Harzführung war sehr schnell voll. Also ein paar Leute haben sich schon angemeldet. Ne? Die Termine sind schon eine Weile online. Ich wollte extra noch mit dem Werbevideo noch ein bisschen warten, damit Leute, die Wiederholungstäter sind, denen haben wir auch noch eine Mail geschrieben. Ach so, ja, das passiert auch. Wenn ihr euch mal angemeldet habt, dann bekommt ihr hinterher, das ist rechtlich okay, da muss ich bekommt ihr nächstes Jahr eine Mail, in der kurz drin steht, dass die neuen Führungstermine für dieses Jahr jetzt online sind und da könnt ihr sie einsehen auf dem Ben seiner Homepage und das war's und dann nerven wir euch für den Rest des Jahres nicht mehr, im Fall, dass ihr kein Interesse habt an nochmal einer Führung. Ja, also das könnt ihr auch selbstverständlich per Mail dann auch wieder abmelden, diesen Newsletter, der einmal pro Jahr kommt und wirklich im Prinzip nur diesen Inhalt hat. Ja, das der Vollständigkeit halber noch. Ja, mehr fällt mir dann wirklich nicht mehr ein. Das war, glaube ich, erschöpfend und ich bedanke mich herzlich fürs Zusehen und dann besteht eine gute Chance, da ihr das jetzt bis zum Ende geguckt habt, dass wir uns dann demnächst im Wald sicherlich mal treffen. Ja? Wird lustig, da bin ich überzeugt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich im Wald. Tschüss.